Und ich bin dann mal wieder zurück, ein paar Stunden später. Immer noch nicht geschlafen, dafür viel gearbeitet quasi. Nicht nur an der Konsole, auch im Garten. Ja. Dennoch möchte ich gern noch ein bisschen aufnehmen, bevor ich mich tatsächlich schlafen lege und dann wieder anfange, Videos hochzuladen. Was ich jetzt auch wieder vorhab. Zwar ist es heute Sonntag und ich mache das normalerweise, ne, Freitag auf Samstag, nicht Sonntag auf Montag, aber hat sich durch die Gartenarbeit halt ein bisschen verschoben. Was ja auch nicht schlimm ist. Ne? Also ich meine, das war jetzt kein wirklich geregeltes Zeitmuster, wo ich jetzt sage, da darf ich nicht von abweichen. Das war halt so, hat halt so gepasst immer, ne? Und hat heute halt dieses Wochenende nicht so gepasst, wie es sonst immer gepasst hat. Und ist ja nicht schlimm. Ne, ich meine, ich habe jetzt auch ein bisschen was aufgenommen. Ja. Nur hier Final Fantasy so ein bisschen, paar mehr Folgen, zum Glück. Und das Anat. Habe ich ja alles hinbekommen. Und auch gut hinbekommen, hoffe ich. Das Einzige, was ich halt noch nicht wieder gemacht habe, weil ich ja da jede Menge Folgen habe, ist Assassin's Creed. Würde ich aber auch gerne in der nächsten Zeit machen, aber da ich ja momentan so viel Zeit hier reinstecke, um auch weiterzukommen tatsächlich und auch dann relativ in naher Zukunft weiterzukommen, wird sich das wohl noch ein bisschen verschieben. Und ich möchte ja auch das andere, ist ja ein ziemlich kurzes Spiel, ne, dann auch durchspielen. Ja, jetzt wollte ich mal kurz was gucken. Aber da drüben war ich noch mit Garkheim hier, ne? Doch, mit... Wie bin ich da hingekommen? Oh. Moment. Ja, habe ich jetzt ein bisschen verschwendet. Sorry. Habe ich jetzt überhaupt nicht... Habe ich komplett verpeilt. Aber so komplett verpeilt. Ja. War gut, dass ich so viel, ne? Und so, ne? Und ja, sowieso schon. Und ja. Oh, ups. Ja, ja, zurück geht ja irgendwie auch, bringt auch nicht wirklich viel. Also ich meine, hier zeittechnisch Aufnahmen, weil ich ja das letzte Mal schon irgendwie das verpeilt habe, ist ja nicht nur von heute, oder? Sind das 20 Schritte? Wo bin ich gewesen? Bin ich hier oben gewesen? Moment, ich bin gleich wieder da. Ich mache das doch nochmal kurz. Ja, und zwar, was ich meinte, ist natürlich Neuladen. Ein bisschen verständlicher ausgedrückt. Und zwar habe ich ja doch hier unten angefangen. Und bin ein bisschen näher dran und verschwende so ja dann doch nicht ganz so viele meiner Sphäoriden, indem ich nochmal zurücklaufe. Sorry für meinen Schwafel, aber mein Gehirn ist einfach nur Matsche. Es ist einfach nur nach 48 Stunden wach sein und so. Einfach nur... nicht ganz 48 Stunden. Ich habe nicht mitgerechnet. Wir haben wieder nach Mitternacht. Das ist jetzt der Beginn dritter Tag. Ich denke mal, irgendwann heute, wenn ich jetzt bis heute irgendwann aufgeblieben wäre, wären es 48 Stunden, aber definitiv weit über 24 Stunden. Das kann ich sagen. So in dem Bereich der 36? Ja, ich glaube schon, so ungefähr in dem Bereich. Ich, wie gesagt, ich bin zu keinen mathematischen Leistungen fähig. Allein, dass ich jetzt hier aufnehmen kann und relativ flüssig reden kann, habe ich, glaube ich, nur dem hohen Koffeingehalt meiner Schokolade zu verdanken. Ja, und dem Kaffee, den ich vorhin hatte. Und dem Zucker der Süßgetränke und ja. Obwohl, eigentlich die... Bio-Bio-Limo ist ja weniger Zucker, aber halt Fruchtzucker, ne, zählt ja auch noch. Ist ja auch so ein bisschen belebend. Ja. Und wie gesagt, hier, ich habe hier noch meine Zartherb-Rumlin mit extra Kakao. Ne, die ist ja meistens auch noch ein bisschen, koffeinhaltig. Weil dunkle Schokolade ist leicht koffeinhaltig. Wusste ich erst auch nicht, wusste ich auch erst durch YouTube, habe ich dann irgendwann mal so nebenbei erfahren. Ganz interessant, tatsächlich. Ganz interessantes Thema. Kann man sich gut und gerne mal mit auseinandersetzen. Vor allem ich als Teetrinker.
So, dann haben wir hier aber wenigstens das mitgenommen, so wie ich das wollte eigentlich. Und nicht, wie mein Gehirn gesagt hat, nee, wir machen das jetzt mal anders und schmeißen das jetzt mal rum. Ich weiß nicht. Ja. Ne? Sagen wir nicht dazu, ist passiert und ist korrigiert worden und ist halt, ne? Wir machen weiter. Mit heiserer Stimme. Wo sind die jetzt auf einmal? Kommt die her? Ich habe nicht viel geredet heute. Ich habe wirklich nicht viel geredet. Ich habe die meiste Zeit eigentlich nur Gartenarbeit. Gartenarbeit ist nicht Redearbeit, sondern einfach nur still irgendwelchen Grünzeugs vor sich hin haken. War heute für die Hecke zugeteilt, deswegen ist meine Nase auch so wieder dicht. Allergie und so. Und musste das Grünzeug hin und her schubsen mit meiner Hake. Aber deswegen ist wahrscheinlich auch mein Hals ein bisschen rauer. Durch die Allergie. Ne? That makes sense und so. Ja. Das war also heute mein Tag. Beziehungsweise gestern mein Tag. Gestern Vormittag. Bis Mittag. So 4 Stunden ungefähr. Grünzeug hin und her geschubst. War mega spaßig. Nein, war es nicht. War einfach komplett langweilig und öde, aber ja, wenn ich... ist halt eine Aufgabe, die man machen muss mit Schrebergarten und ist... Ich meine, ich nutze ihn ja auch für schöne Dinge wie Inspiration zum Schreiben und so. Da muss man auch mal, ne? Ja, und damit mein Vater kein Geld bezahlen muss, weil, ne, er übernimmt die Kosten von meinen Großeltern übernommen halt, ne? Und damit er dann für die Gemeinschaftsgartenarbeit kein Geld zahlen muss, weil das muss man, wenn man nicht hingeht. Weil dann ja das gemacht werden muss, ne? Und dann, ja. Gehe ich hin. Und dafür darf ich dann irgendwann vielleicht auch mal den Garten übernehmen. Zusammen mit Peter. Und Peter ist unser Koi. Ganz stolz auf den, der ist nämlich genauso alt wie ich. Also fast 30. Ja. Mit starken Schritten gehen wir beide auf die 30 zu. Was bei ihm tatsächlich wunderlicher ist als bei mir. Ja. Also wo man bei ihm dann tatsächlich dann auch sagt, hier, ne, Koi und so, wow, krass. Und bei mir eher so, du alte Scheuche, du. Vogelscheuche. Oder so ähnlich. Dann hat sich meine Schwester damals mal ausgedrückt. Also irgendwie, boah, bist du alt oder so. Ja. Das waren noch Zeiten. Da war ich noch Anfang 20. Ja. Das ist aber nicht schlimm. Man wird halt nur alt, ne? Man verträgt nicht mehr so viel, kann nicht mehr so lange wach bleiben. Und die ganzen alten Hosen, ne? Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich habe gerade geguckt. Ich sollte wirklich schlafen. Ich wollte nach oben. Das heißt, wir gehen erstmal nach unten. Das ist komplett logisch. Nein, wir gehen den Weg hier. Der führt ja dann nach oben. Irgendwann. So, nehmen wir den noch mit. Dann gehen wir hier hin, weil... Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Nein, eigentlich habe ich gedacht, der wäre damit verbunden und ist ja egal, wir wären eh hingegangen. Genau. Weil wir brauchen das ja alles. Dann gehen wir einmal hier hin. Genau. Wow, das läuft ja alles heute so flüssig. Wie kommt das? Ist das Spiel mir heute mal so gut gesegnet, weil es mir nicht gut geht? Obwohl, macht es nie. Ich bin skeptisch. Irgendwas wird doch noch schief gehen. Obwohl, es ist ja was schief gegangen. Also von daher bin ich vielleicht jetzt doch etwas mit Glück gesegnet. Und so viel ist das ja auch gar nicht. Also ist ja nicht gerade hier Hexenkunst und so. Ist ja eigentlich alles ganz easy. Bis jetzt. Ja. Wie war das? Irgendwas passiert noch? Ja, vielleicht das. Vielleicht einfach das Einfache. Einfach das. Genau, und danach gehe ich hier so hoch und dann... Ja. Ja, ne, machen wir ihn hier fertig, dann gehen wir hier zurück und dann gehen wir hier so und dann gehen wir hier so hin. Und dann hier hoch und dann haben wir das doch. Hier. Ich glaube, wir haben jetzt auch alle... Ja, haben wir.
Ne, den Satz zu äußern, während man rausgeht, ist auch sehr intelligent. Weist von einem hohen IQ, würde ich mal sagen. Überhaupt nicht sarkastisch gemeint. Ne, zu 100% bitte ernst zu nehmen. Ja, gut. Das hätten wir jetzt auch erledigt, das, was ich ja immer mache, ne? Meinen Bahamut ein bisschen großziehen, damit er stark wird, weil ich meine, ist, wollen wir sagen, Anima halt meine Lieblingsbestia und Anima will ich ja gerade kriegen. Deswegen bereite ich ja Tidus, Walker und Riku ja auf den Kampf drauf vor, wie man sieht. Sind sie ja jetzt auch ganz schön stark geworden. Orin ist halt so eine Begleiterscheinung, ne, damit ich diese Wunder Theorien vollkriege. Ja, gut, dann ich werde jetzt vor dem Schlafengehen nicht weiter trainieren. Das heißt, trainieren schaffe ich erst wieder ab Montag. Glaube ich. Ja, Montag. Also morgen. Weil ich meine, wir haben jetzt Sonntag früh, ne? Na, kurz nach null. Ja, Montag. Werde ich das wahrscheinlich wieder hinkriegen. Dann werde ich gleich. Ich guck mal. Vielleicht nehme ich noch eine Folge auf. Also, das Anat. Mal schauen. Auf jeden Fall hier, auf jeden Fall bis später. Ich weiß nicht, wie ich die Folgen zusammenschneiden werde. Aber irgendwo werden wir ja da sicher schon rauskommen. So, ich bin dann mal wieder zurück. Und zwar habe ich nochmal, während ich ein bisschen Zeit hatte, hochgelevelt. Und danach würde ich tatsächlich sogar schon, und würde ich tatsächlich schon versuchen, gegen unseren schuppigen kleinen Freund, gegen den wir schon zweimal verloren haben, das wollte ich sagen, anzugehen. Klingt nach einem Plan, oder? Muss ich da erst gar nicht, wo ich hin wollte, weil das schon so lange her ist und ich in der Zwischenzeit sehr viel des Anat gespielt habe. Ah ja, okay. Muss ich erst mal gucken, wo ich hier mit ihm überhaupt hin wollte. Aber der Überblick ist ja zum Glück schnell verschafft. Und dann können wir hier ein bisschen uns austoben. Nee, ich denke mal, ich werde jetzt mittlerweile einigermaßen stark genug sein, um mit Walker, Riku und Tridus gegen den anzukommen. Dann noch mit der speziellen Ausrüstung. Ich glaube, Steinschutz musste ich nehmen, ne? Der hat ja diesen komischen Steinschlag gehabt. Ja. Ich meine, ist jetzt auch ein bisschen, schon ein bisschen her, dass ich das probiert habe überhaupt. Ich denke mal, dass ich jetzt mehr Chancen habe als vor noch ein paar Folgen. Wo ich halt wirklich vielleicht etwas zu low war. Halt auch gar keinen Schaden gemacht habe. Ne, alleine mit ihm mache ich ja jetzt schon hier beim Training im 10.000er Bereich Schaden. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo wollte ich mit dir eigentlich hin? Ich glaube, ich wollte mit ihm schon da runter. Warum habe ich das da nicht mitgenommen? Naja. Ich habe jetzt keine Lust, den Weg nochmal zurückzugehen. Nein. Ich wollte hier hin. Da. Hat er sich doch tatsächlich wieder verschummelt. So. Ja, okay. Kommen wir gleich zu dem hier rüber. Und ich meine, jetzt haben die auch mehr Leben. Also wesentlich mehr. Das wird sicherlich auch ein kleiner, minimaler Vorteil sein. Gegenüber meinem Vergangenheits-Ich. So blauäugig sich in den Kampf gestürzt hat. Genauso wie gegen die schwarzen Bestia, gegen die ich ja nun wirklich ohne das Trio, ich glaube, ohne die habe ich ja gar keine Chance, ne? Aber dafür brauchen wir erstmal Anima. Ich meine, ich musste es ja früher auch mal geschafft haben und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals, das klingt so, als wenn das so ewig lang her ist, dass ich da nicht so trainiert habe, also auf der PlayStation 2 vor über 10 Jahren.
ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich so jetzt übelst viel trainiert habe. Ich meine, ich habe schon so ein bisschen, aber nicht so viel Zeit daran investiert. Das ist das Einzige, was mich so einen kleinen Ticken wundert. Was ich, wer weiß, was ich damals anders gemacht habe. Vielleicht schon, hier auf dem Sphärobrett, dass ich mit bestimmten Charakteren einfach schon woanders lang gegangen bin und dadurch Vorteile hatte, die ich gerade jetzt nicht habe, weil ich irgendwie diesmal anders lang gegangen bin. Keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung muss es sein, weil ich meine, ja, oder weil ich mich die ganze Zeit nicht getraut habe, habe ich jetzt einfach überlevelt. Ist auch gut möglich. Quasi, weil ich gedacht habe, okay, immer noch nicht und das dadurch den Punkt, wo ich damals schon gewesen bin, leicht überschritten habe. Gehe ich denn jetzt am besten lang? Hier lang, ne? Und dann so. Dann kann ich ja hier so wieder hoch. Und mache ich den Teil hier als letztes. Könnte auch dahin gehen. Komme ich denn jetzt am kürzesten dahin? Oder habe ich noch so ein Rück. Noch einen einzigen, ne? Ach komm, für Oren. Ja. Einmal hier wollte ich. Genau hier hin. Kann man mich gleich hier oben. Genau. Ja, dann machen wir hier diese Dreiecke, gehen dann hier so hin. Können dann hier so runter und dann hier so lang und dann, ja. Das passt dann schon. Weil ich hier das mitnehmen sollen. Vorher schon. Ah, nee, ich komm, wäre da eh nicht lang gekommen. Okay, gut. Dann hat sich das jetzt tatsächlich sogar schon erledigt. Dann gehe ich tatsächlich. Ja, gehe ich dann hier so oben, dann hier so lang und dann hier gucke ich mal, dass ich das dann mitnehme und dann hier so lang und dann irgendwann da so hoch und dann haben wir alles abgefrühstückt, was wir abfrühstücken konnten. Vielleicht kann ich dann in der Zwischenzeit hier auch mal den hier öffnen und dann hier so mal ein bisschen wieder aufräumen, aber so schlimm wäre es, glaube ich, tatsächlich nicht. Zumindest nicht für ihn. Aber Schutzengel könnte ich tatsächlich, Moment, ich würde mal kurz aus der Reihe tanzen wollen. Ich habe doch hier eventuell, nein, habe ich nicht. Ich muss mir das mal merken, wenn ich hier nochmal so einen weißen, oder ist das auch schwarze Magie? Komm. Das ist Ultima. Da komme ich super ran. Das war hier oben, ne? Da. Ne, dann ist das doch Weißmagie. Also, wenn ich das nächste Mal so ein Weißgedöns habe, dass ich tatsächlich die Schutzengel so lerne, ohne dass ich mir den Weg da oben aufmache, damit erspare ich mir ein bisschen Weg und Zeit. Und Frustration, denke ich mal. Okay. Einmal hier unten hin. Wieder hoch. So, mit den Attacken habe ich tatsächlich auch hier einigermaßen meine Theoriten hochhalten können, wie man sieht. Na gut, die Bestie verbrauchen halt viel, ne? Das ist halt so ein bisschen, ja. Ja, bis jetzt nur einer. Ich werde ja momentan nur mich immer an einen ranwagen und dann gleich den nächsten mache. Ja. Dass ich dann zumindest schon mal einen Ansatz davon habe. Ja, das war jetzt nicht geplant. Wirklich nicht. Ach komm. Ich wollte hier nicht den Schwarzferien, ich wollte das hier. Nicht den anderen. Weil nicht, das war Ding. Sondern der. Ich glaube, Technik. Jetzt habe ich den umsonst vergeudet. Den hätte ich bestimmt auch für einen gebrauchen können. Der, wo ich so nicht rankomme, wie mit Schutzengel. Nee. Ärgerlich. Ich will jetzt aber auch nicht zurückgehen. Also, die letzte Aufnahme. Starten. Um das wieder rückgängig zu machen. Ich
bin froh, dass ich überhaupt die Zeit gefunden habe, mal wieder Final Fantasy, oder Zeit und Lust gefunden habe, Final Fantasy aufzunehmen. Momentan etwas stressig. Stehe kurz davor, halt meinen geplanten Ausflug nach Hause zu machen, den ich ja schon angekündigt habe, weswegen ich ja vorproduziere. Ja, momentan noch stehe ich kurz davor, weil wir haben noch September. Ja, wir haben noch September, ne? Also ich meine, wenn das rauskommt, wird es wahrscheinlich schon November sein. Ja, wir haben Ende September. Wo ich das hier aufnehme. The final showdown. Und ich glaube, rauskommen dürfte es Anfang, Mitte November, die Folge. Soweit ich mich erinnere, weil ich habe hier schon wieder ein paar hochgeladen. Und das dürfte ja jeder jetzt direkt da im Anschluss sein. Ja. Wo waren das nochmal? Waren das... es waren irgendwelche Ruinen. Oder, nee, das war der... war das der Bartsch-Tempel? Ich glaube, das war der hier, ne? Ich glaube, das war der hier. Here we go! Wenn nicht, dann können wir ja nochmal zurück zum Schiff und, oder ich cut das einfach raus. Nee, das... tatsächlich. Okay, cool. Dann kurz nochmal, abspeichern. Und ich muss irgendwie gucken, dass ich an die restlichen iBet-Bücher nochmal rankomme, weil, ja. Ich habe halt nicht so viele Passwörter im Internet gefunden, bis auf Gottes Hand. Und die anderen, das hat irgendwie nicht auf Englisch funktioniert. Und wenn ich dann erstmal die Passwörter hier übersetzen kann, wäre das schon von Vorteil. Ja, komm. What's up? Something here? I almost got eaten by a fiend. Achso, okay, dadurch, dass... I get the picture. Alright, let's go. Da war ja was gewesen. Deswegen haben wir die Szene jetzt nochmal neu. Weil irgendwie war da meine Aufnahme und dann... nicht, oder nicht die Aufnahme? Mein Speicherstand oder irgendwie. Irgendwie war da was. Und dann... ja. So. Oh, fragt mich nicht mehr. Das ist schon gefühlt ewig her. Nein! Geh da runter. Hier zur Tür. Weil wir wollen ja den Kampf, nein, eigentlich nicht triggern, aber... ich will jetzt eigentlich nicht, aber muss. Dafür haben wir uns ja. Verdammt! Wisst ihr, was ich vergessen habe? Jetzt muss ich eine Runde vergeuden. Okay, bei ihm muss ich tatsächlich den Todesschutz ansetzen. Bei dir... und dann tatsächlich schon wieder den Steinschutz. Okay, dann kann ich jetzt hier... ich hatte doch... war der dagegen immun? Anfällig gegen Zauberangriffe, okay. Ist durch einen Panzer geschützt, ist anfällig durch Zauber gegen Zauberangriff, okay. Okay. Hat nicht hier nur so Magie? Senkt Magie. Aber Panzerbrecher könnte man hebt Panzer auf, okay. Das wäre tatsächlich sinnvoll. Oh, ja, okay. Schwarzmagie. Gegen was ist er denn? Okay, gegen alles. Aber ich würde mal tatsächlich... oder soll ich Flair einsetzen? Meine mittlerweile hat Riku ja jede Menge... ich probiere mal Blitzgar aus und wenn, dann können wir immer noch Flair einsetzen. Sie hätte mir jede Menge MP, dass ich das auch tatsächlich... oh ja, cool. Das, wow. Okay. Jetzt ist ja mittlerweile... doch tatsächlich durch meinen Dings gar nicht mehr so stark. Jetzt habe ich den Satz nicht beendet, weil ich gerade hier ein bisschen... na gut. Ne, also tatsächlich kam er mir letztens. Ja. Komm. Jetzt ist er besiegt, weil der Konter hat. Ah, das war erfrischend, ja, erfrischend. Es ging erfrischend schnell. Ich bin erfrischend stark. Ich sag sehr viel erfrischend.
weil ich bin tatsächlich überrascht. Wow. Ich habe mir halt jetzt komplett wieder Sorgen gemacht. Nein, tauchen. Oh, könntest du mal bitte... Ich halte doch Kreis gedrückt. Musste gerade gucken, ob ich tatsächlich Kreis gedrückt halte und nicht irgendeine andere Taste und mich jetzt komplett blamiere. Aber nee, ich habe tatsächlich Kreis gedrückt. Ich habe gerade was gesehen. Nein, ich habe eigentlich nichts gesehen, aber ich habe gedacht, ich hätte was gesehen. Okay. Ja. Nee, also wie gesagt, das war jetzt doch tatsächlich... ist jetzt anders gelaufen, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht... Was habe ich gedacht, dass er stärker ist? Ich meine... Ich weiß ja jetzt, dass ich doch jetzt mehr Schaden mache durch das Training. Wusste ich ja. Oh ja, wir sind wieder zurück. Ja. Ich weiß nicht, womit ich eigentlich gerechnet habe, warum ich... Ja. Sechs Schätze in sechs Tempeln. Finde alle versteckten Schätze in den Hallen der Prüfung. Stellst du dich so vor die Stange, würde ich... Hä? Hab ich da nicht alle gefunden? Ah, okay, ich muss mich... vor die Statuen stellen, das aktivieren. Die sagen, jo, du hast den Schatz gefunden. Wir sorgen mal dafür, dass das Siegel hier, Ach nein, jetzt sagt nicht. Ich habe einen Schatz nicht gefunden. Und ich weiß nicht, zu welchem Tempel das gehört. Oh, da liegt noch ein Schatz. Aber ich glaube nicht, dass das der ist, der damit gemeint ist. Ich meine, wir haben ja schon mal Dings gefunden, aber es wird jetzt schwierig sein. Ich habe zwei Schätze übersehen. Auf jeden Fall. Wir kommen nicht mehr an Anima ran und auch nicht an das Magus-Trio. Weil ich... Hä? Jetzt gar nicht mehr rankomme, ne? Fuck. Mal, welche habe ich denn übersehen oder mich nicht gemacht oder... Ja. Ich google mal kurz einen kleinen Augenblick. Also, ich habe mal nachgeguckt und wie es aussieht, habe ich in Xanakant einen vergessen und in angeblich in Diose. Ich bin froh, dass es nicht Bisade und Bewell war, glaube ich, wo scheiße ist, wenn man dann nochmal zurück muss. Warte, sorry für die Wortwahl. Bisade und Makalania wären doof, wegen der Dark Aeons. Aber Xanakant und... Zen erkennt? Okay. Makalania sollen, Diose meine ich, sollen angeblich safe sein? Keine Ahnung. Ja. Komm. Also, wir müssen ja sowieso raus. Jetzt schwimme ich schon mal in die Richtung. Ganz, ganz, ganz merkwürdig, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich in Diose mein Dings geholt habe. Aber blau habe ich ja und rot hatte ich ja unten auch. Aber ich bin mir auch sicher, dass der orange war und nicht grün, der in der Mitte. Rechts. Aber der Anzahl nach, also unten links und Mitte rechts, habe ich ja nicht gehabt. Also muss das ja das gewesen sein. Anders wäre das ja nicht zu erklären. Es sei denn, da ist irgendwie... Kann auch sein, dass er die falsche Farbe ran geschrieben hat, dass er grün hingeschrieben hat, aber orange. Ne? Ja, egal. Die Flugschiff. Ich würde dann aber tatsächlich erstmal Diose machen, ne? Oder, nee, lass mal nach Xanakant. Ja, ich weiß, lass mal nach Xanakant. Dann kann ich nämlich gleich auch nochmal was raussuchen. Ah! Okay. Ja. Yeehaw, here we go! Ach so! Okay, den bekomme ich erst beim zweiten Besuch in Xanakant. Das erklärt einiges. Irgendwie muss ich da was aktivieren. Okay. Aber nicht, dass ich dann da gegen die Olle kämpfen muss, weil ich meine... Das letzte Mal kam mir auch jemand entgegen, ne? Wenn du im Beinraum aller weißen Vierecke... Ah, okay, aktivierst.
Okay. Also da, wo wir die Prüfung gemacht haben. Ja, komm. Und I'll be right back. Ja, nee, bin ich nicht, um ehrlich zu sein. Wir haben jetzt den besiegt und können uns erstmal auf unseren Lorbeeren ausruhen. Komm. Ja, ja, will ich gar nicht. Oh. Komm. Eieiei. Ich nehme euch jetzt mal hier mit, ne? Nicht wundern. Das, ja. Ach komm. Ja, geht. Einmal hier Kaffee. Ja! Da, mal hier. Können wir ja gebrauchen. Ich habe ja glaube ich, auch nicht trainiert. Wie weit ich das kann? Ja. Beste hatte ich vorhin nicht gemacht. Ach Mensch, ich war doch hier Oren. Wenn man mal nicht aufpasst, ne? Gedanken woanders ist oder sonstiges. Ja, komm mal hier. Auf. Ja. Komm. No time to waste. Ja, let's ja, ich go. Weiß. Dann sollte ich hier vielleicht nochmal die anderen trainieren. Kimari, Lu und Yuna. Ja. Damit die auch mal ein bisschen vorankommen.